Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News. Und kommen wir mal zu mit dem gleich. So, wir schauen jetzt als allererstes mal hier in Mama's Almond Schatulle rein. Und da ist der Mythic Teddy drin. Oh, ist okay. So, hier rechts sehe ich etwas aufblinken. Was heißt blinken? Tut es ja nicht. Aufschneien, hüpfen, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Da schauen wir gleich mal rein, was das ist. So, das ist nämlich eine Special Box, eine Borobu-Tire Box. So, und bei der Borobu-Tire Box gäbe es hier diesen Medicated Stewie als Pre-Combo. Mit dem vierten Zug. So. Hier würde es 100, 200 kosten. Wir können mal ganz kurz da reinschauen. Ja, aber erstmal, warum? Wofür ist das Ding da? Kartengegenstände. Ja, das sind noch die gleichen. Nee. Karten und Gegenstände. Wie jetzt? Also. Also erstmal hier ein legendärer Stein. Dann Gigawatts, dann Level 1 Borobu Addict, dann Epic Bob Better. Tier 1, das ist garantiert. Ah, okay. Ah, hier sehen wir, was da Sache ist. Okay, jetzt wird das Ganze ein bisschen deutlicher. Also. Okay, das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben in Tier 1, der kostet 200 Gems. Ich habe mir schon fast sowas gedacht, dass es irgendwie immer verdoppelt werden würde. Es ist sogar noch fast ein bisschen schlimmer. Also, ich habe eigentlich gerade 200, 400, 800. Jetzt haben wir 200, 500, 900. Naja, gut, gucken wir mal. Also, es gibt hier im ersten Tier oder im ersten Zug für 200 Gems einen Forschungsbeschleuniger, einen legendären Stein, Gigawatts, also 200 legendäre Steine, so rum, Gigawatts, einen Level 1 Borobu Edikt und eine epische oder besser. Wie schön. So, also wir ziehen eine Karte aus dieser Box. So. Dann im zweiten Zug wären wir bei 4 Forschungsbeschleunigern plus 8, bei 400 legendären Steinen, 200 Gigawatt, nochmal so ein Level Borobu-Edikt und 2 epische oder besser. So, bedeutet, wir hätten hier, wenn wir das zweimal machen, 600 legendäre Steine und 3 epische oder besser, also 3 Karten würden wir ziehen für 700 aus diesem Pool, der da momentan ist, ne? Also den Pool schauen wir uns gleich nochmal an. Und dann hätten wir, also im Endeffekt sind wir momentan ein bisschen besser als beim Sonderangebot. Nur, also erst nur prinzipiell ein bisschen besser als beim Sonderangebot.
Bei der normalen Box hast du für ein Sonderangebot zahlst du deine 800 Steine, deine 800 Gems und kannst auch drei Karten rausziehen. Aber hier kriegst du noch mit hinzu 600 legendäre Steine, 300 Gigawatt, 6 Forschungsbeschleuniger, zweimal diesen Level 1 Buro-Bu-Addikt, drei epische oder besser. So. Das wäre erstmal das, was man hier für 700 bekommt. Also erstmal die Ausbeute ist ein bisschen besser als bei einem Sonderangebot. Nur rein grundsätzlich. So, für 700. Schauen wir mal hier weiter. Hier 900. Also bedeutet, dann wären wir schon bei 700, 1600. Da hätten wir dann schon den ersten, da würden wir nochmal, also hier würden wir jetzt nochmal zwei Forschungsbeschleuniger mit hinzubekommen, aber 24 Stunden. 600 legendäre Steine, dabei wären wir dann wären wir bei 1200. Ein zufälliges Random Mastery Token. 350 Gigawatt. Ein Level Borobu Addict und eine legendäre garantiert. 1600. Das heißt, wir hätten jetzt vier Karten, vier epische oder besser. Zweimal Level 1 Buro-Bu-Addikt, eine legendäre. 650 Gigawatts, ein Mastery Token, 1200 legendäre Steine, einmal 24 Stunden, nee, zweimal 24 Stunden Forschungsbeschleunigung. Und 6x 8 Stunden Forschungsbeschleunigung. So, und dann gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Und dann sind wir hier bei 1400. Das heißt, wir hätten jetzt 2300, 2800, 3000, 3000, ja, Gems. Bedeutet, hier hätten wir dann jetzt nochmal einen legendären Stein, also eine legendäre Karte hier noch mit hinzu. Ein Level 1 Medicated Stewie, eine Pre-Combo. Nochmal 500 Gigawatts mit hinzu. Zufälligerweise 5 Mastery Tokens, also einmal 5 Mastery Tokens und Random Mastery Tokens plus 10 einmal. Nochmal 24 Stunden Forschungsbeschleunigung. Hier wären wir dann schon bei den Super Mythic Stones. Aber schaut euch an, was der ganze Spaß dann hier schon kostet. Hier wären wir bei 3500, 4500, 7500. Das ganze Paket, wenn man sich alles holen würde, wären 700, 1600, 3000, 5400, 8900. 12.000, 13.400, 20.900 Gems. Bautz. Dafür würde man bekommen eine Level 7 legendäre Karte, drei Level 7 legendäre Karten, zwei Level 13 legendäre Karten, den Level 1 Medicated Stewie. Hätten wir dann hier Level 1 Medicated Stewie, hätten wir dann wahrscheinlich Quad Fuse, so wie das aussieht. Keine Ahnung, unendlich viele Gigawatts, also was heißt unendlich viele Gigawatts? Random Mastery Tokens, Mythic Stones hätten wir insgesamt 200, 75, 300. 300 von den Mythic Stones. Von diesen Super Mythic Stones. Also, es ist auf jeden Fall einiges Interessantes mit dabei. Jetzt schauen wir uns nochmal die Karten an und die Gegenstände. Die Karten betreffen eben diesen Buro-Bu-Addict. Diesmal hat Kongregate ein bisschen, also die haben ja eins auf die Mütze bekommen von den Leuten, die gesagt haben, Leute, Alter, wie kommt ihr auf die Idee, jetzt diese Karten erst ja, in der Box zu packen. Wie wollen wir die denn so schnell erforschen? Selbst wenn wir sie uns holen würden.
Da waren die meisten Kombos auch noch Schrott. So, also jetzt haben wir den Medicated Stewies, Zack Centmünzen, Philip J. Fried, Dr. Amy Wong, Chinchilla Addict Wayne, kabellose Audiotransmitter. Das sind die Karten, die man ziehen kann. Interessanterweise sind es nur vier epische und sechs legendäre Karten diesmal. Ob jetzt die Wahrscheinlichkeit dadurch höher ist, dass man eine legendäre zieht, das kann ich euch leider nicht sagen. Ich vermute nicht. Aber gut, stecken wir nicht drin. So, und dann haben wir noch diese Gegenstände hier. Das heißt, das hier sind die Mastery Tokens, die man ziehen kann. Das sind genau die, die eben beim Borobu Addict oder bei der Borobu Challenge dann als BGE da sind. Medicated Stewie, Solid Gold Tuxedo, Celebrations, Equestronauts, Burger Boss Bob, Shut Up and Take My Money, QTMC Whiskers, Diamond Ring Lois, Marionette Chris, Urobu Addict, Slip and Slide Bob. Oh, da hinten Claw Machine, jetzt habe ich mich ein bisschen verklickt und Traumatized Dales. So, das sind die Combo Masteries oder die Kombos, die in dem Burobu Addict also gepusht werden. Und diese könnte man jetzt hier rausziehen. Ja, was soll ich euch sagen? Ich meine, wie gesagt, rein theoretisch. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Wir gehen jetzt erstmal weiter in den Shop rein. Dann schauen wir mal, was wir momentan für andere Boxen haben. Ja, das ist diese Borobu Tire Box. Dann haben wir hier das Mythic Brine Pack mit Mythic Brine, High School Linda, Quahog Preschool, Henry Avery Vater und Philip J. Fry. Auf jeden Fall ein cooles Pack. Also für 20.000 Gems 500.000 wären 2, 10.000 wären 20, 20.000 wären 40. Also ganz ehrlich, anstelle, ohne Scheiß, also anstelle mir da hinten für 20.000 Gems das Ding da, diese ganzen Teile da zu holen. Weiß ich nicht, würde ich mir wahrscheinlich eher hier den Mythic Brine holen. Der wäre dann günstiger. Ja. 500 Gems. Würde wahrscheinlich nur die Hälfte kosten. So, ihr könntet ja rein theoretisch den hier euch holen und dann schauen, wie viel kriegt ihr in der anderen Box noch zusammen. Also ich mache das nicht. Also hier tatsächlich in dem Spiel, da könntest du so viel Geld verballern, da kaufen sich andere Autos dafür. So, Q-Bird Banjo Box, die ist neu. Mit Q-Bird Farnsworth. Ist cool. Die ist geil. Fällt mir sehr gut. Sieht folgendermaßen aus: 1131 968. Nice Box. Dann haben wir Dr. Banjo. Welche Kombos gibt es mit Dr. Banjo? Gucken wir mal da rein. Na, und Hamster. So, Mr. Deliver, Diorama Jean. Diorama Jean, High School Bill. High School Bill, Cadet Hill, Homeschool Chris, also die, so hier Art of War, ABC Quagmire, Mathy, Kathy, Sexualkundelehrer, Aversion, Therapy,
Charts and Graphs. Corporate Training, so Englisch. CIA Student, CIA Instructor, Screen Repairer, High School Linda, Home Ec Teacher. Das ist auch sehr stark. So, das Anger Management, Children's Author, natürlich Banning School Grad. Hier dieser Hubert Farnsworth. Also sind auf jeden Fall Mission Doctor. Sind auf jeden Fall ein paar coole Kombos dazwischen. Quahog Preschool. Henry Haber Debater. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh. Warum wusste ich, dass die früher oder später auch kommen wird? Hätten sie die lieber in Epic gelassen. Also schauen wir uns mal die Kombos von der Francine Smith an. Guidance Counselor. Sexpantikan, sieht aber gut aus. Tennis Francine. Malerin Francine. Mit Remorsch. Becky. Nicht gepusht irgendwie. Becky ist immer noch genauso scheiße. Ach Gott. Sommerliebe, die. Ja, klar, mit dem Mythic Nibbler, ne? Ist klar. Opera Francine. No, Nun Francine. Also, letzten Endes, genauso beschissen wie ihre epische Version. Oh Gott, das sind so schlechte Kombos. Ja, kommt da noch irgendwas Besonderes? Oder, nee, komm. Lass gut sein, lass stecken mit Dingen. Hier sie Francine Smith. Oh nein, 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 nein. Was soll man dazu sagen? Also die zieht das ganze Pack hier runter, ohne Scheiß. Die braucht kein Mensch, ey. Also wirklich, was ist das denn? Na gut, dann gehen wir mal jetzt in die Meisterschaft rein und schauen mal, was da so am Start ist. Da haben wir ja die Dogloys. Für 500 Gems, gucken wir uns mal die Dogloys an. Ich muss mal ein bisschen rüberziehen wieder. Dogloys! Na, das sieht doch ganz ordentlich aus hier. Mit Punch, mit Leech. Und einem Push, wenn eine also Angriffspush, wenn eine Combo gespielt wird. Sieht sehr solide aus, das Ganze. Wenn wir die mal maxen. Ist auch eine der stärkeren Lois-Kombos auf jeden Fall hier. Oh, das sieht doch ganz ordentlich aus. Also Lois Griffin mit Animal-Karten. Kommt die Dog Lois hinten mal raus. Die ist gar nicht mal so schlecht, aber 500 Gems würde ich trotzdem nicht dafür ausgeben. So, gehen wir in die nächste Kombo rein. Osterhasen Peter, Easter Bunny Peter. Ist jetzt nicht ganz so prickelnd, habe ich aber auch schon des Öfteren mal gespielt.
Weil Roger ist Kleiderschrank, ist Bestandteil meines Decks, Peter eben auch. Und wenn ich keine Verwendung für den Kleiderschrank habe und der Peter kurz davor ist, mir wegzufliegen und keine andere Kombo möglich ist, dann spiele ich eben auch mal Rogers Closet, also Rogers Kleiderschrank auf den Peter, dann kommt der Osterhasen Peter da raus mit einer Mauer. Wenn wir das Ding hier maxen, 17er Mauer wenigstens mal, ja, und 67 Leben. Da kann man den unter Umständen dann wenigstens noch mal retten, bevor er wegfliegt. Anders ist das mit der Mami, Mommy Mami, der Mami Mumie, wie es in der deutschen Version heißt. Da gibt es dann nichts mehr zu retten, wenn das Ding hier, also da muss ich ganz ehrlich sagen, dann lasse ich lieber mit Tina sterben, als eine Mami Mumie zu spielen, weil das Ding ist Schrott. Also die Kombo lohnt sich nicht wirklich. Und wenn mir die Tina fast wegfliegt, die ja auch so Leech hat, ne, dann fliegt die Mamimo genauso weg. Also das ist eine überflüssige Kombo. I get what I want. Das ist die nächste Kombo. Mit Steve. Steve Smith, beste Kombo hier unten mit Wireless Audio Transmitter. Dann kommt es da unten raus und auch das ist völliger Schrott. Also beste Combo heute, Combo des Tages, ist hier tatsächlich Diamond Lo Ring Lo Dog Lo Dog Lois. Sorry. Dog Lois, beste Combo von für heute, für 500 Gems. Aber ich kaufe sie mir nicht für 500 Gems. Überlegt euch das andere mit dieser Boro Boo Box. Also, ist prinzipiell nicht schlecht. Da jetzt aktuell hier in dieser Box diese Francine Smith drin ist. Na gut, lass uns mal ganz kurz reinschauen, welche wir hier nicht gerne hätten. Also da hätte ich nicht gerne Francine Smith. Und hier hätte ich nicht gerne Sack Cent Münzen. Sack Cent Münzen. Na, wobei, die Kombos sind ja eigentlich, ja, nee, kannst du eigentlich nicht so wirklich was mit anfangen mit dem Ding. Also, deswegen, schwer zu sagen. Dr. Amy Wong ist ganz gut. Philip J. Fry ist deutlich besser. Chinchilla, Dick Twain ist ganz gut. Wireless Audio Transmitter. Gibt es auch schöne Kombos damit. Medicated Stewie, aber das Problem ist halt, die passen halt alle nicht zu dem BGE. Ne? Die passen zu diesem Borobu BGE und das war's. Also, ja, ihr müsst es euch echt überlegen. Rein prinzipiell. Nur grundsätzlich, wenn man jetzt mal davon absieht, für welchen BGE man die Karten haben möchte, hat man eine bessere Ausbeute hier, wenn man tatsächlich für 700 Gems, also die ersten beiden Packs holt. Hier sieht man es nochmal. Dann hat man drei Karten, Level, dann zweimal den Level 1 Borobu Edikt und das für 700. Bedeutet also, eigentlich hat man vom Grundsatz her zweimal den Level 1 Borobu-Edikt, beziehungsweise den kannst du dann auch fusen und drei epische oder besser. 600 legendäre Steine, wenn ihr bereits legendäre Steine habt, genügend, also 400 mindestens, dann kriegt ihr noch ein Legi mit hinzu. Also definitiv der bessere Pull. Aktuell hier für 700 Gems. Ja. Wenn man davon absieht, dass man jetzt nicht unbedingt eine Educated Karte haben möchte für den aktuellen Educated BGE. Ja, das ist
So sieht's aus. Also wenn euch das Video geholfen und gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein. Ja, wenn es wieder heißt, Animations Rowdown mit mir dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.